Willkommen aus dem Saarland. Marco wieder hier. Ich wollte euch heute mal meine neueste Errungenschaft zeigen. Eine Grandsforce Brooks Axt aus Schweden. Wo ich lange überlegt habe, soll ich die jetzt kaufen oder welche soll ich kaufen? Fiberglas, klein oder ein bisschen schwerer, ein bisschen dicker, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Für welches Geld? Und letztendlich habe ich mich für diese hier entschieden, weil ich denke, dass sie für mich optimal ist. Wir werden gleich mal einen Praxistest machen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja. Und wie gesagt, die ist von Grandsforce Brook aus Schweden. Wird geliefert mit Scheide, Lederscheide, tipptopp verarbeitet. Ja. Gibt es also gar nichts zu meckern. Ja. Dazu gibt es dann noch so ein kleines Buch hier, Buch der Äxte, mit Auslieferungsdatum und 20 Jahren Garantie. Ja. Und warum habe ich jetzt gerade mich für diese entschieden? Es gibt ja etliche Firmen auf dem Markt, Billig-Äxte, Ultraforce, auch gute Marke. Aber letztendlich hat mich das dann überzeugt hier, dass hier sogar die Initialen des Schmiedes drauf sind und die Hand geschmiedet ist. Und wie gesagt, kleinste Abmessungen, wiegt 385 Gramm mit Scheide. Und kann das ja mal demonstrieren hier im Auslieferungszustand. Vielleicht mal hier gerade Nahaufnahme. Dann sieht man dann hier die Initialen. Ist ein Hickory-Stiel. Geölt. Könnte man noch ein Loch reinmachen. Und wie gesagt, Achskopf um die 200 Gramm. Und wirklich, das Ding ist scharf. Ne? Ne? Also tippitoppi, ne? Wie der Benjamin immer sagt. Ja, wollen wir dann gleich. Wie gesagt, ich habe mir hier noch so eine Halterung dazu gekauft für einen Gürtel. Kostet dann 10 Euro. Und wenn man jetzt 100 Euro für eine Axt ausgibt, für so eine kleine, dann kann man auch 10 Euro für die Halterung ausgeben. Wobei man eigentlich auch das Ganze mittels dieses Teils hier auch am Gürtel festklemmen kann. Das geht also auch. Ne? Braucht man also nicht unbedingt noch diese Scheide. Aber ich habe gedacht, komm, ja, hast du komplett, machst das gerade. Ne? Ja, probieren wir sie mal aus. Ne? Hier hat man von zu Hause Eiche mitgebracht. Drucken. Da wollen wir mal gucken, ob man damit was spalten kann. Ne? Ja. Weil wie gesagt, sie ist ja wirklich nicht schwer. Ne? Einwandfrei. Also das Ding ist scharf. Ja, Eiche hat es schon mal bestanden. Jetzt haben wir hinter uns noch so ein Weißdorn. Auch ziemlich hartes Holz hat. Da hauen wir dann gerade mal rein. Vergleichen das dann mal mit einem etwas größeren Messer. Was man ja auch gut so als Hackbeil benutzen kann. Die zwei mal so ein bisschen vergleichen. Aber das sieht man.
Einwandfrei. Also, ich muss sagen, damit kommt man wesentlich schneller ans Ziel, wobei das hier wirklich auch scharf ist. Ne? Ein ganz außer Atem. Also wie gesagt, für mich optimal, klare Kaufentscheidung für dieses kleine Spezialexi. Ne? Okay. Muss mich erstmal erholen, ne? Bis später.